Hier, an der Adamsmühle in Telai, könnte schon bald eine indische Filmproduktion gedreht werden. Gemeinsam mit dem Team der Saarland Film Commission sucht die Produktionsgesellschaft Nidisha Films nach möglichen Drehorten im Saarland. Wir fragten uns, wie kam dieser internationale Kontakt zustande? Also wir haben bei der Berlinale im vergangenen Jahr indische Vertreter aus Mumbai getroffen und kamen mit denen ins Gespräch, und weil die gesagt haben, sie würden gerne auch mal andere Ziele anschauen, nicht nur die Schweiz und Österreich, wo sie jetzt schon sehr vieles mit Bollywood-Filmen machen, haben wir gesagt, dann kommen Sie doch mal ins Saarland, schauen Sie sich das mal an. Da waren letztes Jahr schon 3 da und die sind dann in diesem Jahr, kommen jetzt 4, und diesmal ist das dann auch schon konkreter. Jetzt haben Sie ein konkretes Projekt, wo Sie sich mal 2 Tage intensiv darüber informieren wollen. Um sich ein Urteil über das saarländische Panorama zu bilden, nahmen die Filmemacher aus Mumbai das Setting genau unter die Lupe. Wichtig sind dem Filmteam Locations wie Seen, Kirchen, Parks, aber auch Büroräume und Krankenhäuser. Im Saarland werden die jungen Filmemacher deshalb neben der Johann-Adams-Mühle in Telai auch den Bostalsee, Krankenhaus St. Anual, Schloss Hallberg, die Ludwigskirche und den St. Johanna-Markt in Saarbrücken besuchen. Der Arbeitstitel des Bollywood-Projektes lautet übrigens Sukoon. Doch was genau bedeutet der indische Begriff und um was soll es in dem Film eigentlich gehen? Das ist Sukoon. Das Projekt heißt Sukoon und es bedeutet so viel wie Frieden, Einklang und Harmonie. In dem Film soll es um eine Schauspielerin gehen, deren Weg viele tragische Elemente aufweist. Am Ende ihres Weges wird sie doch sehr erfolgreich sein und wird ihren Frieden, ihren Sukoon finden. Das klingt doch vielversprechend. Filmproduzent Milind Modley erläuterte uns, warum er gerne 54% des Films im Saarland drehen möchte und was ihm hier so gefällt. Ich war im letzten Jahr schon hier, um mir verschiedene Locations hier anzusehen, und ich mag die Landschaften hier wirklich sehr. Deshalb will ich hier auch drehen. Im Mai wird's losgehen. Das Klima und die Vielfalt hier ist einzigartig. Bereits zum Oktober diesen Jahres soll der Film fertiggestellt sein. Wir bleiben dran.